Route National 35 im Südwesten Madagaskars. Am Horizont sehen wir dichten weißen Rauch. Er führt uns direkt zu einem Feld, das zum Opfer der Flammen wird. Das Feuer bedroht die Häuser. Männer, Frauen und Kinder laufen herbei, können jedoch kaum etwas ausrichten. Ohnmächtig sehen sie der Katastrophe zu. Wir versuchen, das zu löschen, aber wir müssen abwarten, bis das Feuer bis hierhin reicht. An den Brandherd kommt man kaum ran. Verstärkung von der Kommune anzufordern, ist sinnlos. Das nächste Feuerwehrauto steht 155 Kilometer entfernt. Jedes Jahr im September und Oktober herrscht auf Madagaskar, der Grande Île, die sogenannte Feuersaison, wenn die Bauern vor der Regenzeit ihre Felder abfackeln. Schnelle und billige Brandrodungen, eine Tradition ihrer Vorfahren. Und oft geraten diese Brände als Buschfeuer außer Kontrolle. Das ist nicht gut. Das macht die Umwelt kaputt. Aber andererseits müssen die Leute auch ihre Felder vorbereiten. Der Brand ist noch nicht vollständig gelöscht. Und schon beginnt die Suche nach dem Schuldigen. Man will den Brandstifter finden. Er soll für all das Löschwasser zahlen, das das Dorf verbraucht hat. Der Verdacht fällt auf diesen Köhler. Denn die täglichen Feuer mit Holz zum Kochen in Madagaskar führen regelmäßig zu Bränden. Wir kriegen schon noch raus, von wo das Feuer stammt und ob das die Kohle war. Aus meinem Meiler kann überhaupt kein Feuer raus. Mir reicht das allmählich. Ständig heißt es, das stammt von meiner Kohle. Das Feuer, und das ist so, das kam aus dem Norden. Ob Waldbrände oder Brandrodungen, kriminell oder fahrlässig gelegt. In den letzten 60 Jahren hat Madagaskar so fast die Hälfte seiner Pflanzenwelt verloren. Und doch gilt das Land weltweit noch immer als ein Juwel der Biodiversität. Die Grande Île, die große Insel, ist die Heimat von 5% aller Tier- und Pflanzenarten dieser Erde. Lemuren, Baobabs, Chamäleons. 80% seiner Fauna und Flora sind endemisch, in freier Natur, also nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Zu den alltäglichen Bränden kommen seit einigen Jahren Brandrodungen in großem Stil dazu. Im Oktober vergangenen Jahres erwischte Jean Clee in diesem Wald zufällig um die 50 Leute, die Feuer zum Roden legten. Die bleiben eine ganze Zeit lang. Die wohnen da, roden mit Feuer und essen sowas hier. Wir sind nördlich von Menabe and Mene, einem über 210.000 Hektar großen Naturschutzgebiet. In 10 Jahren ist es zur Hälfte abgebrannt. Wir haben rumgestritten, aber die waren zu viele. Wir hatten Angst. Wir haben gesagt, sie hätten nicht das Recht, Holz zu fällen. Aber die meinten nur, davon lebten sie halt. Und der Wald sei ja schon abgeholzt, also warum nicht? Die waren alle vom Stamm der Mahafal im Süden. Ein Beamter aus der Region, der anonym bleiben will, beschuldigt ein Netzwerk, an dem ein Bürgermeister beteiligt ist, sowie Gendarmen und auch ein Händler namens Wanzu. Der Bürgermeister kauft tonnenweise billigen Mais und verkauft ihn mit Gewinn an Wanzu weiter. An den ausgehenden Produkten verdient die Kommune nichts. Das geht alles an den Bürgermeister. Erstaunlicherweise wurde Wanzu, als er im August hierher kam, von Gendarmen aus Murundave eskortiert und hat den Mais abgeholt. Ein, so sagt er, sehr lukratives Geschäft in einem Land, wo der monatliche Mindestlohn bei 50 Euro liegt. In dieser Saison konnte ein Bauer mit Maisanbau im Wald 7.000 Euro verdienen, 28 Millionen Ariari. Wenn einer 50 Hektar Ackerland hat, wie ist das dann erst bei Hunderten? Da werden dann in einem Jahr schon mal 1.000 Hektar Wald gerodet. Aber auf dem gerodeten Land pflanzen die nur 1 oder 2 Jahre lang an. Dann ziehen sie weiter und roden weiter im Wald. Und deshalb ist der Wald schwer geschädigt. Nach und nach fliehen die Brandroder auf Verlangen der Maiskäufer vor der Trockenheit im Süden in fruchtbarere Regionen. Der Bürgermeister plädiert derweil auf nicht schuldig. Hier ist kein Mais. Die Vorwürfe der Leute sind doch nur politisch motiviert.
weil ich früher mal Abgeordneter war. Die wollen mir unbedingt anhängen, ich würde Mais in einem geschützten Wald ernten. Aber das ist nicht wahr. Das Unternehmen Star, eine Tochterfirma des französischen Konzerns Castel, führender Bierproduzent im frankophonen Afrika, steht im Verdacht, illegal Mais aufzukaufen. In Madagaskar verkauft Star 225 Millionen Flaschen Bier pro Jahr, bei einem Umsatz von über 200 Millionen Euro. Ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, der anonym bleiben will, bestätigt, dass ein Lieferant von Star illegal Mais erntet. Das Unternehmen Ejextra deckt sich hier mit Mais ein. Star selbst taucht nicht hier auf. Aber das Unternehmen Ejextra bestellt tonnenweise Mais, erntet ihn ab und verkauft ihn dann an Star weiter. Star wiederum weist die Vorwürfe zurück. Okay, Ejextra bezieht das von dort, wenn die das sagen. Gut, wir werden dem nachgehen, denn das heißt, wir müssen da bei Ejextra etwas genauer nachhaken. Unsere Tracking-Kartei ist von den Behörden abgesegnet. Letztlich steht die ja für Recht und Ordnung. Wenn das nicht klappt, muss halt eine Betriebsprüfung her. Wir wollen nicht, dass unser Name jedes Jahr immer wieder in den Schmutz gezogen wird, weil man die Waldbrände nicht mehr in den Griff kriegt. Doch trotz aller Anschuldigungen, das Netzwerk für den illegalen Maishandel blüht und gedeiht. Nie zuvor gab es so viele Waldbrände. Wer illegale Waldbauern in Madagaskar anzeigt, der riskiert Gefängnis oder sein Leben. Angeliques Kampf beginnt 2016, als ihr Mann eines Nachts ein großes Camp von Holzfällern im Wald bei ihrer Öko-Lodge entdeckt. Er zeigt sie an, was allerdings ihm eine Anklage wegen Mordes einbringt. Für einige Zeit muss er sich nach Frankreich absetzen. Angelique gründet daraufhin den Verein Razan Vuibul Madagaskar. Seither führt das Paar einen verbissenen Kampf gegen die Holzmafia. Das ist eine organisierte Bande, eine Mafia. Jeder, der sich gegen die Schmugglerbosse stellt, naja, am Ende landet er im Gefängnis. Sie haben schon 14 Bewaffnete im Wald auf uns gehetzt. Wir haben mit dem Gewehr zwischen uns geschlafen. Angelique bringt uns zum Objekt der Begierde, Vuibul. Einen der letzten Küstenurwälder an der Ostküste. Lebensraum vieler endemischer Arten, darunter auch der kleinste Frosch der Welt. Dieses Juwel ist von den Bränden und massiver Abholzung bedroht. Mangels öffentlicher Gelder und bei all dem Druck finden sich kaum Freiwillige, die den 8 Waldhütern auf den 2200 Hektar Land zur Hand gehen. Ohne unsere Begleitung mit der Kamera hätten sie sich nicht in diesen Teil des Waldes gewagt. Am Sonntag haben die uns gewarnt, wenn wir hierher kommen, bringen sie uns um. Dort zum Beispiel, das ist eine Falle. Der Lemure sitzt auf dem Baum da und sie holzen alles darum herum ab. Alles um ihn herum wird gefällt. Also sitzt er fest. Man braucht nur zu schütteln, er fällt runter und sie schnappen ihn. Gigi erspäht einen Holzfäller. Aufgeschreckt vom Lärm flieht er. Die Waldhüter nehmen die Verfolgung auf, umsonst, beschlagnahmen aber Dutzende Apakar-Stämme, die man als Bauholz verwendet. Wenn wir nur zu zweit sind und holen das gefällte Holz hier, passen die uns ab und bringen uns um. Man kann hier nicht her, außer in Begleitung von Behörden. Aber wenn das Holz da liegen bleibt, holen die das garantiert nachts. Vor 5 Monaten entdeckten sie diesen Meiler und 40 volle Säcke mitten im Wald. Auf den Säcken stand der Name eines Mannes, Lerik. Den hatten wir auf frischer Tat ertappt. Bei der Regionaldirektion des Umweltministeriums wendete sich das Blatt aber dann gegen uns. Sie warfen uns vor, wir hätten die Kohle selbst gemacht. Direkt daneben ein Hügel, vollständig abgefackelt von jenem Täter, den Angelique vergebens vor Gericht bringen will. Der hat 2-mal den Wald abgefackelt. Der isst Lemuren. Und er ist immer da. Der wird protegiert. All unsere Setzlinge haben sie wieder ausgerissen. Unsere ganze Arbeit umsonst. Die können weiter alles zerstören, was wir aufgebaut haben. Wir geben nicht auf. Auch wenn die Schmuggler sie mehrmals blutig geprügelt haben, halten Dadi und Gigi durch. Dank der Unterstützung von Angelique und Stéphane. Andere jedoch haben es nicht überlebt. 400 Kilometer weiter westlich liegt der letzte Waldkorridor in Madagaskars Osten, ein Naturschutzgebiet. Immer wieder hat der Vater von Nene und Ange
den Behörden die illegalen Fällungen und Brandrodungen in einem Schutzgebiet gemeldet, bis man ihn mit 70 Jahren brutal ermordete. Hier haben sie ihn an dem Tag ermordet. Am Fuß dieses Baumes, zwischen den Eukalyptus da. Henri Racotouarsou hatte sämtliche Behörden kontaktiert. In einem seiner Gespräche, die seine Kinder archiviert haben, hört man, wie er der Gendarmerie einen Lastwagen voller Holz meldet. Sie können das nicht alles auf einmal abtransportieren. Die kommen wieder. Normalerweise schaffen die das Holz weg, wenn ihr nicht arbeitet. Sonntags. Aber heute holen die das tagsüber raus. Sonst kommen die immer nachts. Schon 2021 waren Mitarbeiter des Umweltministeriums nach einer Meldung des Aktivisten vor Ort. Die Schmuggler konnten sie nicht aufhalten. All die hohen Beamten wissen, an welchen Stellen die Lastwagen raus- und reinfahren. Normalerweise sollten sie diesen Schmuggel kontrollieren. Aber in Wahrheit hängen all die Hochrangigen da selbst mit drin. Und wir kriegen Todesdrohungen. Gerüchte sind im Umlauf wie: Henri ist tot und als nächstes sind andere dran. Seit gut 20 Jahren ist Tontel Ökotourist-Guide. Er hat eng mit Henri zusammengearbeitet und die illegalen Netzwerke gemeldet. Vor einem Jahr gründen sie eine VOI, einen Gemeindeausschuss zur Verwaltung eines Flurstücks Wald. Dem vorigen Ausschuss hatte man Korruption vorgeworfen. Wir haben die VOI, den Ausschuss Mialo, gegründet. Denn die VOI Manampisoa hat nicht geschützt, sondern zerstört. Sie haben Leute zur Waldrodung durchgelassen. Die haben dann dort was angebaut und mit Holz gehandelt und Kohle hergestellt. Kein Jahr später bezahlt Henri Racotouarsou die Gründung der VOI mit dem Leben. Die Bewohner stellen ihm eine Falle. Er stirbt an einem Stich in die Kehle. Vier Täter haben seither gestanden und sitzen im Gefängnis. Mein Vater wurde getötet, weil er die Umwelt geschützt hat. Schuld an seinem Tod sind die Schmuggler, die illegal den Wald abfackeln. Die konnten hier nicht mehr alles ausbeuten wie früher immer. Und das hatte den Mord zur Folge. Es ist hart, was meinem Vater widerfahren ist. Auch, weil unser Vater uns immer den rechten Weg gewiesen hat. Wir werden nicht nachgeben, wir wollen seinen Weg unbedingt weitergehen. Um die Arbeit Henris fortsetzen zu können, hat die VOI Geld beantragt. Denn ohne staatliche Subventionen ist das Haupthindernis für die Gemeinden nach wie vor eine unzureichende Finanzierung. Die meisten Naturschutzprojekte hängen am Tropf der internationalen Gemeinschaft, wie dieses Wiederaufforstungsprogramm von USAID, einem US-amerikanischen Entwicklungshilfefonds. Wir sind hier mitten in einem Schutzgebiet. Das hier ist ein Baobab-Setzling. Hier sieht man auch, dass er gut wächst. Aber im September letztes Jahr haben Kriminelle über 4000 Setzlinge abgefackelt. Die Frucht von 2 Jahren Wiederaufforstungsarbeit. Einige finden das weniger gut. Die meinen, sie könnten in einem Schutzgebiet immer noch was anpflanzen. Also bekämpfen sie den Verein. Sie sabotieren uns und legen immer wieder Feuer, damit die Vereine aufgeben und sie in den Schutzgebieten am Ende wieder was anbauen können. Dank der Brandschneisen gelang es ihnen, die meisten jungen Pflanzen zu retten. Wie viele Setzlinge da abgefackelt wurden, das widert einen an. Das ist ein Rückschlag. Aber irgendwo auch, wenn man die Statistik von 4000 Setzlingen betrachtet, das sind 4 Hektar Wiederaufforstung. Und das bei schätzungsweise 40 Hektar verbrannter Erde.
4 Hektar gegen 40 Hektar. Was macht das schon aus? Das sind gerade mal 10%. Und eben das treibt uns doch weiter an. Zur Unterstützung der Kommunen finanziert USAID auch die Ausrüstung und die Ausbildung von 20 Feuerwehrleuten zur Bekämpfung der Waldbrände. Dieser Baum da ist knapp 5 Meter hoch. Also muss die Brandschneise ca. 10 Meter breit sein. Wenn da der Baum umkippt, reicht das Feuer nicht bis zu den Setzlingen. Ausbildungen, neue Ausrüstung, vorgeführt vor der Kamera. Bricht jedoch wirklich einmal ein Feuer aus, sieht die Realität ganz anders aus. Ein Team bei einem Einsatz in einem der 43 Nationalparks. Freiwillige Helfer, Mitarbeiter des Parks und ein Wassertank. Alle dicht an dicht auf demselben Auto. Also, auf geht's. Wir nutzen diesen großen Baum als Brandmauer. Die brauchen da eine Gießkanne. Gib mir die Axt da. Hey, gib das her. Wir brauchen schnell eine Brandmauer. Von beiden Seiten. Auf! Das da zum Beispiel ist mit Wasser nur schwer zu löschen. Weil da, wo wir Wasser holen, weißt du, wie viele Meter das sind? Da brauchen wir andere Techniken zum Wassersparen. Wir machen eine Brandmauer bei dem großen Baum da, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Wenn das Feuer erst den Wald erreicht, ist es kaum noch zu löschen. Es droht dann immer wieder neu auszubrechen. Wer Feuer löscht, arbeitet viel. Das Volk arbeitet hart. Da verbrennt ein kleines Tier. Schau hierher, hier lang. Die Tiere leiden gerade sehr. Dieser Wieselmaki wurde vom Feuer geweckt und sitzt nun in der Falle. Wegen der Zerstörung ihres Lebensraums stehen 95% aller Lemuren vor der Ausrottung. Das hört niemals auf. Plötzlich fängt sie an zu graben. Was ist das? Eine Knolle zum Essen, mein Alter. Wenn wir das Feuer bekämpfen, gibt es im Wald nichts zu essen. Wir haben großen Hunger, also graben wir in der Erde. Dieser Brand ist für die freiwilligen Helfer banaler Alltag. Der Park brennt jedes Jahr zur Feuersaison. Die Dorfbewohner, die Saphire abbauen, kommen nachts hier rein. Wir haben schon einige gefasst. Die sitzen im Gefängnis, aber andere machen einfach weiter. Es gibt um diesen Nationalpark herum schon kaum noch Wald. Und jetzt ist der Park dran. Auch das erschwert das Management. Diese Wälder dienen als Brennholz. Das Team bekommt den Brand heute Abend nicht unter Kontrolle. Erst nach 10 Tagen sind sämtliche Brände im Wald gelöscht. 100 Hektar Wald wird das Feuer vernichten. Und doch birgt dieses grüne Juwel beträchtliches Entwicklungspotenzial. Wie der ehrgeizige Plan von Ilonga Nature zeigt. Seit 2017 exportiert das Unternehmen Honig. Könnt ihr hier noch einen Bienenstock hin? Nein. Die Norm ist 40 cm pro Stock. Mar, ein ehemaliger Kohlenhändler, ist heute Imker. Mit ca. 50 Bienenstöcken produziert er pro Jahr 2000 Liter Honig, was ihm jeden Monat gut 450 Euro einbringt, das Neunfache des Mindestlohns. Seit ich Imker bin, kann ich meine Kinder ohne weiteres zur Schule schicken. Ich kann problemlos die Schulgebühren zahlen und das Lehrmaterial auch. Ich konnte mir ein Haus bauen und ich habe Land gekauft. Die Methode von Ilonga Nature: Imker ausbilden, ausstatten und betreuen. Innerhalb von 5 Jahren hat Ilonga Nature über 300 Imker gewonnen und exportiert 80 Tonnen Waldhonig nach Europa, in die USA und nach Japan. Früher habe ich immer Bäume für Kohle gefällt, aber heute ist es umgekehrt. Da habe ich einen Hügel mit Eukalyptus bepflanzt. Ich pflanze auch Niauli anstelle all der Eukalyptusbäume, die ich vorher gefällt habe. Ich habe 15 Hektar Niauli, an die geht keiner ran. Und wir schützen sie. Das ist die Nahrung für unsere Bienen. Mit staatlichen Investitionen wäre die Firma eine echte Alternative zur Abholzung der Wälder. Wenn man einsieht, dass Imkerei 10-mal rentabler ist als Kohlehandel, dann funktioniert das sicher.
Äthiopien ist da ein Vorbild. Da produziert man pro Jahr 50.000 Tonnen Honig. Das Land ist der größte Produzent Afrikas. Im Vergleich dazu produziert Madagaskar, alle Regionen zusammengenommen, 100 Tonnen Honig pro Jahr. In Äthiopien klappt das, weil da jeder mitwirkt. Die Regierung, die Behörden, die Bevölkerung. Und so erzielt Äthiopien beträchtliche Einnahmen aus der Imkerei. Das Land ist also ein echtes Vorbild und das lässt sich in großem Maßstab übertragen. Der Wald als Verbündeter und Ressource prägt bis heute die traditionelle Lebensweise bestimmter Gemeinden. Wir sind hier im Nationalpark Mikea, einem dichten Trockenwald von 120 Kilometern Länge, dem Lebensraum der Mikea, den letzten Jägern und Sammlern Madagaskars. Nahrung, Heilpflanzen, Wasser, der Wald ist ihr Lebensquell. Das heißt Kusua, das ist ein traditionelles Mikea-Feuer der Alten und der Vorfahren. Jeder Mikea muss wissen, wie man Kusua nutzt. Die Mikea sagen, die Massikur, ein Nachbarstamm von Bauern, Holzfällern und Brandrodern, hätten sie nach und nach vertrieben. Denen gefällt gar nicht, dass wir im Wald wohnen. Die Massikur wollen roden und dann Mais anpflanzen. Wir zeigen jeden an, der Bäume fällt und abfackelt. Die greifen uns an, damit wir nicht mehr hier leben können. So können sie tun und lassen, was sie wollen. Aber der Wald ist unser Leben. Das bedrückt uns sehr. Wir wissen nicht mehr weiter. Wenn wir das anzeigen, bringt man uns um. Zeigen wir das nicht an, sterben wir. Es gibt keinen Ausweg. Jetzt haben wir den Wald verlassen und werden verhungern. Als Flüchtlinge in den Dörfern graben sie nach Knollen, um zu überleben. Hast du welche gefunden? Ja. Wenn sie etwas zu essen finden, soll jeder es wissen. So ist das bei ihnen Brauch. Seit man den Wald 2011 zum Naturschutzgebiet erklärt hat, trauen sie sich nicht mehr hin, obwohl ihnen dies offiziell nicht verboten ist. Im Wald wohnt kein Mikea mehr, weil man Waldbrände immer uns anhängt. Madagaskar Nationalpark wird uns sicher verhaften und dann heißt es, wir Bewohner fackeln den ab. Aber mit den wahren Brandstiftern haben wir nichts zu schaffen. Je mehr die Entwaldung fortschreitet, umso knapper werden ihre Ressourcen. Heute lebt die Gemeinde von Spenden, dank derer ihre Kinder eine Schule und eine Schulkantine besuchen können. Diese Lehrerin aus der Hauptstadt ist mit einem Mikea verheiratet. Sie hat alles aufgegeben, um ihnen zu helfen. Wo sollten die Mikea denn eigentlich wohnen? Repisa? Im Wald. Man muss diese Kultur retten. Sie wird verschwinden, also muss man sie retten. Die Mikea als Urvolk sollten einen Sonderstatus als autochthones Volk genießen. Aber ich weiß nicht, ob Madagaskar das schon veranlasst hat. Man sollte doch stolz darauf sein, ein Urvolk zu haben, wie die Australier ihre Aborigines oder das Amazonasbecken seine Kayapo. Am besten, sie kämen in den vollen Genuss der Menschenrechte. Nahrungsmittelsicherheit, alle möglichen Sicherheiten. Und zweitens sollten sie wie Mikea leben können. Der Wald soll zurückkommen. Doch angesichts des Kampfes der armen Bevölkerungsschichten ums Überleben und der verlockend hohen Profite der illegalen Waldbauern wird sich Madagaskar wohl bald in eine Steppe verwandeln. Dem bedrohten Volk bleiben nur noch Gesang und Tanz. Ihre Identität und ihren Stolz wollen sie an ihre Kinder weitergeben, als letzte Zeugen einer vom Aussterben bedrohten Kultur.